Berliner Forscher kriegen Preis für schlimmstes Tierexperiment des Jahres. Der Verein Ärzte gegen Tierversuche verleiht Herz aus Stein für Tierversuche an Berliner Max-Delbrück-Zentrum. Berlin: Für Experimente mit Nacktmullen sollen Berliner Wissenschaftler am Donnerstag den Negativpreis Herz aus Stein bekommen. Der Versuch am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin sei das schlimmste Tierexperiment des Jahres, teilte der Verein Ärzte gegen Tierversuche am Dienstag mit. Gary Levin und Kollegen hatten untersucht, wie die Tiere extremen Sauerstoffmangel überstehen und lebenswichtige Organe wie Herz und Hirn am Leben erhalten. Dabei handele es sich um reine Neugierforschung ohne jeglichen Bezug zum kranken Menschen, kritisierte Corinna Gricke vom Vorstand der Ärzte gegen Tierversuche. Der MDC-Vorstandsvorsitzende Martin Nusse sprach von einer nicht akzeptablen Kampagne, die auf persönlicher und pauschaler Diffamierung beruhe. Das Herz aus Stein soll am Donnerstag symbolisch an das MDC überreicht werden. Der Verein will damit auf aus seiner Sicht besonders grausame und absurde Tierversuche aufmerksam machen. Die Berliner Forscher wurden laut Verein in einer Internetumfrage mit rund 3500 Stimmen ausgewählt. Zur Wahl standen 5 verschiedene Versuche. In Deutschland haben Wissenschaftler 2016 an rund 2,8 Millionen Tieren Versuche gemacht. Rund die Hälfte davon waren Mäuse, gefolgt von Fischen, Ratten, Kaninchen und Vögeln. Unter den Versuchstieren waren auch fast 4000 Hunde, rund 2460 Affen und Halbaffen sowie rund 770 Katzen. Das geht aus den jüngsten Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft für 2016 hervor, die Ende Dezember 2017 an die Europäische Kommission übermittelt wurden.